Yo, Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf V-Skills versus Cheyenne, YouTuber Battle, Big Difference. Ich wusste nicht, wer Cheyenne war bei der letzten Folge, hat man ja im Outro das Battle hier gesehen. Da habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass es seine Freundin ist oder seine Ex-Freundin, je nachdem. Wir gehen rein, Big Difference, let's go. Perfekt. Okay, mal gucken. Also ist ja dann, wenn es Real Talk halt seine Freundin ist oder Ex-Freundin, dann ist auf jeden Fall krass, gegen die zu battlen. Ja. Ja. Heute haben wir wieder was ganz YouTube. Shisha Bar Bless, kommt alle vorbei, Big Difference. Und jetzt sind die getrennt, ich glaube nach 2 Jahren. Und okay, Ex-Freundin. Ja, sie möchten gerne ein Battle machen, Punchlines kicken. Und ich frag mal dich, was hältst du von deinem Ex-Freund? Also, er hat in der Beziehung mir die Fresse aufbekommen, deswegen bin ich gespannt, was er jetzt zu mir zu sagen hat. Und er tut ja immer einen auf Rapper. Mal gucken, wer von uns beiden besser ist. Okay. Also, ich habe jedes Mal gesagt, ich kann nicht rappen, da gebe ich dir recht. Aber du bist vegan und vertrau mir, du bekommst heute Beef. Das habe ich auch verstanden, V-Skills. Bruder, hör auf damit. So, wie lange wart ihr zusammen? Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, war 2 Jahre zusammen. Was war der Auslöser für die Trennung? Luca war schuld. Ja, nein, ich war nicht. Doch, nein, ich war nicht schuld. Ich war nicht schuld. Hä? Was hast du denn gemacht? Also, wieso ist es zum Schluss gekommen? Bruder, das ist privat. Ah, okay. Es ist privat, aber im Battle wirst du dann alles aufmachen. Yeah. Was sagst du dazu? Wir werden sehen, was beim Battle alles rauskommt. Okay, also die möchten es geheim halten. Ich glaube, beim Battle werden die dann alles auspacken, was passiert ist. Und wir sind gespannt auf das Battle. Let's go. Aber wenn die ja getrennt sind und jetzt auf einmal bei einem Battle mitmachen, dann sind die im Guten getrennt, ne? Oder die hassen sich so krass, dass die gegeneinander battlen wollen. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist V7 und wir sind hier bei Big Difference. Wir kommen direkt zum nächsten Battle. Das ist einmal V-Skills gegen Cheyenne, YouTuber Battle. Macht einmal Lärm! Wir sind alle gespannt auf dieses Battle. Wir sind in Krefeld. V-Skills wird beginnen. Let's motherfucking go. N100. N100, drück auf Play. Ja. Okay, jetzt wollen wir mal ein paar Punches sehen. Okay. Nach allem, was geschah, muss ich dich nur hassen. Du hast Reichweite aufgebaut und mich danach verlassen. Alles kommt zurück, ich mach die Hau kaputt. Sie ist die Schwester Elba, doch sie hat sich hochgelutscht. Oh! Tempo, parallel dazu lutscht die Schwänze von den Prank Bros. Die Bayern macht sie mit Cheyenne zwischen Prank Bros. Oreo-Kids. Meine guten Taten hast du noch nie solidarisiert. Dein YouTube läuft nicht, keine Kohle kommt zu dir. Dafür hast du deinen Job im Puff monetarisiert. Oh. Ich mache kranke Mucke jeden Tag, hart arbeiten mit Standardtruppe. Du machst alles ver... Also den Takt treffen, das gehört auf jeden Fall nicht zu einer seiner Stärken. Aber er ist ja jetzt auch kein Rapper oder so. Ne, deswegen, es geht mehr um die Lines. Ich will jetzt nicht sagen, dass mit dem Takt und so, ne, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Die Lines stehen im Vordergrund. Ich mache kranke Mucke jeden Tag, hart arbeiten mit Standardtruppe. Du machst alles für Geld, du scheiß Wanderpuppe. Hier sind ein paar Scheine, also tanzt du nur. Sie hat weiße Haare, weil sie nur in Sperma badet. Sie hat nur Hemmungen wie ein Fußballflitzer. Und ihre Pussy stinkt nach Sucuk-Pizza. Jeder Mann muss dir danken für den treuen Bums. Und Jungs geben nach dem Battle Freudenkuss. Denn das ist die Erfinderin von Freundschaft Plus. Der war. Starke erste Runde von V-Skills, macht aber Lärm. Ich bin euch ehrlich, die Punches waren da. Es ging immer mehr und immer mehr. Und wie es sein sollte, auch am Ende von deiner Runde, muss die beste Punch kommen, finde ich. Du sollst locker starten, nicht direkt mit der besten Punch starten, weil dann vergisst man die. Aber direkt am Ende sollte die beste Punchline sein und die war auch stabil. Oh mein Gott, ganz, ganz stark, ganz, ganz stark.
Wir kommen jetzt zu der Antwort von Cheyenne, seiner Ex-Freundin. Komm! Mal schauen, was sie zu sagen hat. Nicht. Okay. Okay. Jetzt. Du bist einer von den hunderten Wahlen und dieser Geldschein reicht, um deine Mutter zu zahlen. Oh! Guter Konter. Du bettelst, dass sie dir an deinem Zip kaut. Du hast einen kleinen Dick und das wissen deine Jungs auch. Oh! Warum machst du Pisser wieder mal deinen Mund auf? Nach einem Fick mit ihm war ich immer noch eine Jungfrau. Oh! Ich hab Licht auf. Schreist du die Bitch raus und pusten noch dein Licht aus. Bei dem Versager bekomme ich wirklich Misstrauen. Bei Netflix und Chill will er immer einen Film schauen. Warum spielst du mal Fortnite, du schäbiger Freak? Es wird ein Thema geleakt. Nach 3 Minuten nicht zu kommen, war für ihn wie ein epischer Sieg. Krank, was macht sie? Body Mass Index. Mittlerweile negativen Body Mass Index. Wie willst du mich beschützen, du krüppige Gesicht? Guck ihn doch mal an, er ist dünner als ich. Der Lappen wurde sogar im Bahndump gefriendzoned. Sag mir bitte nichts anderes, wir beide wissen, dass von uns beiden du die Schlampe bist. Mach da mal Level Schein. Bruder, er hatte den Uppercut bei seiner Line und sie hatte die Links-Rechts-Links-Kombo. Was war denn das? Der eine Treffer nach dem anderen. Krank. Starkes Battle. Geile erste Runde. Oh mein Gott. Geile erste Runde. Die geben sich richtig persönlich. Die beiden waren mal zusammen. Jetzt sind sie getrennt und jetzt wollen sie sich ja Punchlines an den Kopf schmeißen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde. Four Skills wird beginnen. N100, let's go. Schöne erste Runde. Nie ohne mein Team. Nie ohne mein Team. Bring mir hunderte Gegner. Bin der Flugattentäter. Neben dir ist die Lara. Sogar wie Mutter Teresa. Oh! Ganz hinter der Cypher. Diese Instagram-Viber. Ich bin Four Skills, aber Cheyenne. Dich kennt hier doch keiner. Ich komme rein wie Rick James. Zu viel Money, so wie Bill Gates. Cheyenne, jeder weiß, du bist fake. Du bist höchstens gut für ein Clickbait. Trennung hast du verpennt, du hast überhaupt keine Fans. Dabei hast du nicht mal einen Cent. Fick deine Mutter, es wird kein Prank. Doch du hast mich verletzt. Ich kämpfte oft um dich. Es wurde nie geschätzt. Digi, also wirklich. Rap-technisch fand ich, hat sie besser gerappt als der Bruder. Auch was Duck-Gefühl angeht. Aber ich glaube, er konzentriert sich bei der zweiten Runde viel mehr darum zu rappen, als um Punches zu bringen. Wolltest du gar ein Kumpel ins Bett. Und genau das zeigt uns, was für eine Hure in dir steckt. Oh! Starke zweite Runde! Ja, ich fand seine zweite Runde war schwach, bin ich ehrlich so. Ne, ist ja klar, dass die zu allem stark so sagen. Ich fand, die zweite Runde war jetzt nicht so. Da war seine erste Runde besser, aber mal gucken, was sie macht. Wenn sie jetzt eine starke zweite Runde bringt, hat sie gewonnen. Ich habe ganz kurz gedacht, der bringt einen traurigen Part, aber nein, da kam noch ein Twist. Wir kommen jetzt zu der Antwort von Cheyenne, Ex-Freundin von Four Skills. Let's motherfucking go, N100, drück auf Play. Na, Four Skills, denkst du, hast mich fertig gemacht? Jetzt zerstöre ich dich. Später sagen sollen. N100 weiß Bescheid. Der Bruder weiß, dass die Intros im Beat ein bisschen länger sein sollen, damit das Video schön gestreckt wird. Der Bruder hat Ahnung. Ja, wir haben Schluss gemacht, denn du warst eine schwere Last. Dein kindisches Verhalten war für mich unerklärlich schwach. Aber scheiß auf dich, ich will nicht so einen faken Spast. Das ist der Typ, der Monte für 500 Euro donated hat. Oh! Ich bin Biken verpisst. Du hast einen Hauptschulabschluss, ein Glück, dass du ein scheiß YouTuber bist. Du bist Spotify-Rapper, ohne Erfolg wie ein Rookie. Du hast keine Bomben-Groupies, dafür hast du dein Call of Duty. Oh! Ich war verletzt. Du weißt, die Worte stimmen. Ich hab nur geweint. Ich war ein Sorgenkind. Du hast nie gefragt, ob ich in Ordnung bin. Du hast dich gefragt, wann kommt neuer Fortnite-Skin? Oh!
nichts von dir, also besten Dank. Egal wie oft du mich ersetzen willst, du weißt, dass du mich nicht ersetzen kannst. Okay. Ey, ich schwör, sie hat besser gerappt. Sie hat besser gerappt, oder? Sie kam auf dem Beat besser. Starke zweite Runde und die geben sich Respekt. Stark, stark, die geben sich Respekt, das ist big difference. Ich fand, ihre zweite Runde war besser. Also erste Runde, fand ich, war so auf Augenhöhe. War auf Augenhöhe, muss man sagen. Vielleicht war sie sogar ein Ticken besser. Aber ich sag trotzdem, erste Runde auf Augenhöhe und zweite Runde war sie besser und deswegen gebe ich das Battle an sie. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wenn die beiden nochmal kommen sollen und ein Rematch machen ganz sollen. Kurz, darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ist echt geil. Also Respekt, das ist 100, ich lieb dich. Scheiße. Danke, Bruder. Ich dachte, der sagt, Vor 7, ich lieb dich. Ja, Bruder, aber dann sagst du 100. 100, du bist der Beste. Ohne dich läuft ja gar nichts. Und ihr in den Kommentaren entscheidet, wer von den beiden gewonnen hat. Wenn die beiden nochmal kommen sollen, dann sollen die kommen. Ich würde sagen, sie hat gewonnen. Mal gucken, was wir nächsten Sonntag erwarten werden. Komplett Rasur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Friseur gegen Kunde. Okay. Du bist 3 mm Seiten. Ach, ich verstehe dich. 3 mm, genauso wie dein Penis. So Leute, das war's auch mit dem Battle. Okay Leute, das war's. Passt auf euch und macht's gut. Haut rein und ciao.